Dimitri Bivol lag klar vorne. Artur Beterbiev wurde der Sieg geschenkt, Dimitri Bivol wurde betrogen und der Kampf war gekauft. So lauten nur einige Kommentare zu dem Kampf zwischen Artur Beterbiev und Dimitri Bivol, den Artur Beterbiev knapp und auch kontrovers für sich entscheiden konnte. Bevor wir uns die Zahlen zum Kampf anschauen und nochmal auf die Vorwürfe des Betruges zu diesem Kampf eingehen, möchte ich vorneweg sagen, dass es bei engen Kämpfen, bei denen sich die Runden mitunter auch nicht so leicht werten lassen, zu Recht auch immer Diskussionen gibt, wer denn nun die entsprechende Runde und dann insgesamt auch den Kampf gewonnen hat. Das ist meistens auch ein Beleg dafür, wie ausgeglichen der Kampf der beiden Boxer verlaufen war. Und genau solch ein Kampfergebnis haben wir bei dem Kampf zwischen Dimitri Bivol und Artur Beterbiev zu sehen bekommen. Und warum Artur Beterbiev durchaus auch zu Recht gewonnen hat, seht ihr jetzt bei 24/7 Boxing. Zunächst möchte ich nochmal anmerken, dass ich den Kampf zwar mit 115-113 für Artur Beterbiev gewertet habe, aber auch mit jedem anderen Kampfergebnis, also einem Unentschieden oder gar ein Sieg für Dimitri Bivol, hätte sehr gut leben können, weil die Runden in sich auch nicht immer so eindeutig zu bewerten waren und sehr eng gestaltet wurden. Und das führt mich zu der Wertung der Punkterichter. Ein Punktrichter hat den Kampf mit 114-114 unentschieden gesehen. Ein weiterer Punktrichter hat es mit 115-113 für Artur Beterbiev und ein weiterer Punktrichter mit 116-112 ebenfalls für Beterbiev gewertet. Und nun wird daraus ein Skandal gemacht, weil Dimitri Bivol von einem Punktrichter nur 4 Runden zugesprochen bekommen hatte und dementsprechend der Vorwurf im Raum steht, dass der Punktrichter vollkommen falsch gewertet hätte. Dazu muss man aber anmerken, dass es wie gesagt einige knappe Runden gab und wenn der Punktrichter nur eine einzige Runde anders gewertet hätte, also für Bivol anstatt für Beterbiev, dann wäre er auch bei einem Score von 115-113 rausgekommen. Ich sage damit nicht, dass ich die Wertung von 116-112 gut und gerecht finde, aber sie ist alles andere als ein Skandal. Ein Skandal in der Punktewertung war beispielsweise die Wertung von einer Adelaide Bird im ersten Kampf zwischen Gennady Golovkin und Saul Alvarez, in dem die Punktewertung 114-114 und 115-113 für Golovkin gewertet wurden. Und Adelaide Bird den Kampf dann allerdings mit 118-110 an Canelo gab. Also hier kann man dann durchaus von einem Skandal reden, weil man sich dann schon fragen muss, was diese Dame für einen Kampf gesehen hat. Also insofern, wie gesagt, finde ich die Punktewertung von 116-112 auch zu hoch, aber nicht skandalös. Denn wie gesagt, eine Runde Unterschied, die man nicht Beterbiev, sondern Bivol gegeben hätte und man wäre auch wieder bei einer 115-113 Wertung gelandet. Und wenn man sich nun die einzelnen Runden anschaut und dazu nehmen wir uns mal die Schlagstatistiken vor, dann stellen wir fest, dass Dimitri Bivol in den Runden 1, 2, 4, 5 und 9 mehr Schläge ins Ziel bringen konnte als Artur Beterbiev. Beterbiev wiederum konnte in den Runden 3, 7, 8, 10, 11 und 12 mehr Schläge als Bivol anbringen. Und in der 6. Runde waren Beterbiev und Bivol pari. Das heißt, wenn man nur ganz trocken die Treffer betrachten würde, könnte man den Kampf mit 6-5 Runden an Beterbiev geben. Und eine Runde, weil beide Boxer wie gesagt gleich viel treffen konnten, würde als Unentschieden für beide einen Punkt bedeuten. Dementsprechend hätte nach dieser Statistik auch Artur Beterbiev diesen Kampf gewonnen. Wenn man nun noch betrachtet, dass Dimitri Bivol nur in den ersten beiden Runden auch einen höheren Schlagoutput hatte und danach von Beterbiev in jeder Runde teilweise sehr deutlich mit mehr Schlägen eingedeckt wurde, die zwar nicht treffen konnten, aber dennoch Schlagoutput generierten, spricht das noch mehr dafür, dass Beterbiev dominanter wirkte, weil er eine deutlich höhere Arbeitsrate als Dimitri Bivol an den Tag legte. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass Artur Beterbiev bis auf einige wenige Runden in der Mitte des Kampfes konstant Druck auf Dimitri Bivol machte und diesen ständig im Vorwärtsgang vor sich hertrieb. Insofern entsteht da auch der Eindruck, dass Beterbiev den Kampf aus der Ringmitte agierend unter Kontrolle hatte. Zumal es im Boxen nicht umsonst den sogenannten Ring Generalship gibt, der eben genau das bewertet, wer der tonangebende Boxer ist und die dominante Rolle in diesem Kampf einnehmen konnte. Und ich wiederhole mich an dieser Stelle gerne nochmal. Der Kampf hätte auch durchaus anders ausgehen können und Beterbiev hätte genauso gut auch verlieren können. Und auch dann wäre es kein Betrug gewesen, weil man auch dann nicht vergessen darf, dass die Punktrichter keine Zeitlupe und 20 Wiederholungen geliefert bekommen. Und dann gab es noch die Äußerung des Trainers von Artur Beterbiev in der Rundenpause, ich glaube nach der 10. Runde war es, als er zu Artur Beterbiev sagte, dass er nun einen Knockout benötigen würde, um diesen Kampf zu gewinnen. Im Anschluss äußerte sich der Trainer dazu wie folgt. That was a kind of mix. We know that was a very, very close fight. But I told Arthur, like, we need knockout. We need to go. We need to go. Because when he put pressure on him, he was alone.
And that's exactly what I want to create, like some emotion, like stay with him. And I think we win the two last round and win the fight. How did you score it yourself? Very close. At the end, I was not sure, like maybe draw, maybe I win, maybe. That was a very close fight, but we win the second part of the fight, of course. Und klingt das, was der Trainer hier sagt, nach einer Ausrede? Ja, natürlich klingt das nach einer Ausrede, aber ändert das wirklich etwas daran, dass wir einen knappen und extrem starken Kampf zweier Weltklasse-Boxer auf Augenhöhe gesehen haben? Nein, das tut es nicht. Und dass Eddie Hearn nun in jede Kamera spricht und sagt, dass das Kampfurteil ungerecht sei, ist natürlich auch sein gutes Recht, ist aber auch anhand der aufgeführten Zahlen leicht übertrieben. Und Eddie Hearn sagte ja auch zum Beispiel, dass es niemand geben würde, der diesen Kampf live gesehen hätte, der den Kampf mit der BF gewertet hätte. Und selbstverständlich stimmt auch das nicht, denn in einem engen Kampf, wie es der Kampf zwischen Bivol und Beterbiev nun mal einer war, finden sich alle möglichen Wertungen. Und den Kampf für Artur Beterbiev hat auch einige Boxprominenz so gesehen, wie beispielsweise Teddy Atlas, Hall of Famer und ehemaliger Trainer von Mike Tyson und eine absolute Ikone des Sports. Sicher wird es auch viele Stimmen geben, die einen Sieg von Dimitri Bivol gesehen haben, und mir geht es jetzt auch nicht um die Auflistung, wer wen vorne gesehen hat. Es verdeutlicht aber einfach nur, dass es eben wie gesagt eine breit gefächerte Meinung zu diesem Kampf gibt, was an sich, und ich betone es nochmal, für den Kampf spricht. Aber um den Blick nun auch nochmal nach vorne zu richten, haben beide Boxer bereits ihr Einverständnis erklärt, ein mögliches Rematch gegeneinander durchaus machen zu wollen. Und auch der saudische Veranstalter Turki Al-Sheikh hat sich bereits dazu geäußert und gesagt, dass er Dimitri Bivol in dem ersten Kampf leicht vorne gesehen hatte. Er war allerdings von diesem Kampf so begeistert, sodass er versucht, ein sofortiges Rematch zu organisieren, wenn die beiden Boxer sich letztendlich auch damit einverstanden erklären würden. Diese Äußerung von Turki Al-Sheikh passt natürlich auch nicht so gut in die Argumentation all derjenigen, die sogar von einem gekauften Kampf gesprochen haben. Also mal schauen, was wir in diesem Thema noch zu hören bekommen. Artur Beterbiev ist nun der Undisputed Champion im Halbschwergewicht und Dimitri Bivol muss sich mit seiner ersten Karriere-Niederlage auseinandersetzen. Und natürlich gibt es keine bessere Geschichte als ein kontroverses Punkteurteil nach einem sehr starken ersten Kampf, um einen zweiten Kampf der beiden Boxer darauf aufbauen zu vermarkten. Also machen wir einen Strich runter und akzeptieren wir, dass es bei engen Kämpfen durchaus auch kontroverse Urteile geben kann. Und wenn wir Glück haben, und damit meine ich die gesamte Boxwelt, dann bekommen wir Dimitri Bivol gegen Artur Beterbiev 2 tatsächlich zu sehen. How do you respond to them saying that basically they deserve the win? You know, they can say anything.